kommunalen Arbeitgeber wiesen die Forderungen als nicht bezahlbar zurück. Die Gespräche sollen am 3. Februar fortgesetzt werden. Deutschland und Israel haben mit einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Berlin ein weiteres Zeichen der Versöhnung gesetzt. Bundeskanzlerin Merkel empfiehlt Israels Regierung Chef Netanyahu und fünf seiner Kabinettsmitglieder unter ihnen Außenminister Lieberman und Verteidigungsminister Barak. 2008 hatte es ein erstes Treffen in Jerusalem gegeben. Scharfschützen auf dem Kanzleramt und ein Küsschen zur Begrüßung. Die Stimmung zwischen Kanzlerin Merkel und Premier Netanyahu ist herzlich und entspannt. Doch auch die zweite deutsch-israelische Kabinettssitzung ist längst noch keine Selbstverständlichkeit.